Grüß dich, Lal, und herzlich willkommen zurück zu LS19 Multiplayer Projekt. Folge Nummer 4. Ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Ich schreibe es dazu. Und sag's dazu. Nummer 4. Genau. Aus dem Hintergrund kommt es eh schon. Natürlich wäre es kein Multiplayer Projekt ohne meine Jungs. Und da sind einfach mal Hallo. Moin. Mahlzeit. Sehr schön. Wir sind jetzt ein bisschen kleinere Truppe. Ja, es ist schon spät. Bitte zunächst den Motor starten. Mein Motor ist gestartet, jetzt nicht mehr. Was zum Geier? Abgesorgt. Ja, abgewürgt. So. Genau. Wie hieß, wer Feind fährt, führt. Das war in dem Fall nicht so. Gut. Warum mache ich das? Fragt sich jetzt ein oder andere. Hier schon mit der Spritze rüber zu fahren. Bevor was drauf ist. Das hat den simplen Grund, damit wir schon eine Düngestufe gewinnen, und wenn angesät ist, fahren wir gleich nochmal drüber. Wir haben noch keine Gülle und auch noch kein Mist, weil sonst würde man das hier jetzt mal draufbringen. Beziehungsweise vorher schon, dann untergrubbern. Ja, müssen wir ein bisschen schummeln. Dann kann man ja das Game ein bisschen austricksen und erhält trotzdem seinen vollen Ertrag sozusagen. Ja, ist, fragt halt nicht, ist einfach so. Fährst du jetzt beim Sehen schneller als ich mit der Spritze? Geringfügig. Okay, ich habe 12 km/h am Tacho, mehr geht nicht. Ja, alles gut. Das passt schon. Das macht mich traurig. Ich habe von der Ernte noch auf 10 km/h ein Tempomat. Okay. Das sind 13, es geht auch bergab. Oh mein Gott. Ja, siehst du mal, mit Schwung. Nee, passt schon. Hast aber dafür die größere Arbeitsbreite, da kann ich dann wieder Vollgas fahren. Das stimmt, ja. So, was macht der Rest jetzt eigentlich? Sören ist wo noch am Rum? Nee, ich bin immer noch dabei am Ansehen jetzt. Aha, okay. Also, wer sich erinnern kann, ja, in der letzten Folge haben wir dieses Feld ja in einer größeren Truppe bearbeitet. Da hat uns Lukas ja eine Lohndienstleistung quasi gemacht, das abgedroschen. Ich habe direkt das Stroh weggebracht. Das waren jetzt ganz schön viel Liter Stroh, beziehungsweise ordentliche Fuhren, also bei meinem ganzen Hof, also bei unserem Hof, ich muss immer Mehrzahl sprechen, sind ja mehrere Leute am Hof, ist ordentlich Stroh jetzt. Ja, nicht alles hat in den Bunker gepasst, von daher wurde es einfach mal im Freien zwischengelagert. Das sieht komisch aus, da gebe ich absolut recht. Da stimme ich zu. Falls ihr das nachher noch seht in der Aufnahme, nicht, dass ihr euch wundert, warum liegt hier Stroh rum, so nach dem Motto. Ne? Wo wir wieder beim Thema sind. Genau, wo wir über dem Thema sind. Und natürlich wäre mir jetzt ungeschickt, wenn man das Feld nicht gleich wieder von vorne mit irgendwas besehen, ansehen, bestellen, sagt man da eigentlich, oder? Ja. Richtig. Im Regelfall schon, ja. Das ist Fachjargon, dass wir da, wenn wir schon einmal mit Profis arbeiten, wenn schon nicht alle anwesend sind, was zumindest eine kleine Truppe schaffen. So, aber nach wie vor. Wo sieht's aus? Nach wie vor wäre der GPS-Mod geil, um ehrlich zu sein. Oh ja. Also da wird es jetzt langsam mal Zeit, dass der Mod aus dem Arsch kommt. Also, falls jemand den Modder von GPS kennt, ballert den mal zu oder schickt mir den, dann muss man ernsthaft mit ihm reden. Außer der ist der deutschen Sprache nicht mächtig, dann müssen wir halt irgendwie auf Englisch das Ganze einfädeln. Nee, aber wäre zumindest cool. Wie geht's euch da draußen? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Vermisst ihr den GPS-Mod? Ich glaube, der war mega populär im 17er. Beziehungsweise allseits genutzt. Cosplay, ja, ist auch noch eine gute Anmerkung. Was nutzt war ihr? War auch eine sehr nice Sache. Ja, aber absolut. Cosplay hat noch nie im Multiplayer funktioniert. Das ist das Traurige. Weil grundsätzlich im Multiplayer denkt man sich, braucht man ja nicht, ja, weil wenn ich jetzt alleine spielen würde, brauche ich ja keinen Multiplayer. Aber ja, kannst du Singleplayer spielen. Ja, eben, ja, ab und zu. Aber Singleplayer cool. War halt das Cosplay schon ganz nice. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Abfahrer und dergleichen. Absolut, ja. Ich muss ehrlich sagen, so ein paar Ausnahmesituationen mal ein Cosplay zu nutzen im Multiplayer, wäre sicher auch ganz witzig, wenn wir uns ehrlich sind. Ja, also manches war einfach. Damals bei 17 nie funktioniert, weil mehrere darauf zugreifen konnten. Das hat das Programm halt nicht verarbeitet. Ja, gucken wir mal, was uns im 19 erwartet. Aber was denkt die... Wie geht's da den Zuschauern da draußen? Ich sabbel jetzt ein bisschen irgendwie vor mich hin. GPS oder Cosplay? Würde mich interessieren, was ihr da mehr feiert. Nicht vergessen, Glocke aktivieren. Muss ich ja
ehrlich gesagt immer zu Beginn erwähnen, damit das nicht untergeht am Schluss. Und abonnieren. Ja, ich sag mal so, Sören hätte ja grundsätzlich recht, das auch zu Beginn zu sagen. Das Problem dabei, was ich sehe, ist halt nur, warum soll ich jemanden aufzufordern, zu abonnieren, bevor er halt was gesehen hat. Also ich meine, weil ich zahle ja auch nicht für eine Jeans, Ach die was, ich noch oh nicht Scheiß, probiert einfach abonnieren. Deabonnieren kann man ja nachher immer noch. habe. Hauptsache mal ein Abo. Ja. Nee, aber zuerst die Leistung und dann die Bezahlung, Belohnung, das Abo. Und nicht wundern, ja, abonnieren hier auf YouTube kostet nach wie vor nichts. Nur YouTube Premium kostet was, aber das ist, wer verwendet das schon? Ja, das ist eine Tatsache, hervorragende Frage. Ja, muss wirklich. Besonders, ich habe immer noch nicht so wirklich verstanden, was man davon wirklich hat. Musik hören. Von offiziellen Kanälen. Richtig. Ohne Werbung. Zum Ja, aber du einen kannst das doch und. jetzt auch wie bei Twitch, bei YouTube auch abonnieren. Also dieses zusätzliche Abonnement machen ja Ja, das ist manche. dieses für die Gaming Channel. Also, wie hieß die Funktion? Aber ich glaube, die wurde deaktiviert, glaube ich, für die Gaming Channels, die es da gab. Dieser Super Chat oder wie das hieß. Nee, da gibt es noch was anderes. Ich glaube, bei Dünntüch habe ich das gesehen. Da gibt es extra so ein Abo. Da bezahlst du was im Monat und dafür kriegst du dann spezielle Inhalte gezeigt. Und ich mir so denke, Irgendwie ja so. super, Leute. Das Ja, da bringt's. gibt's irgendwas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt einfach maximal abgeguckt und zieht dann einfach gar nicht nüchtern betrachtet, weil ich kenne nicht viele, die das nutzen. Beziehungsweise Livestreams auf YouTube sind zwar nach wie vor da, aber Gaming-Livestreams sind die irgendwie noch gut auf YouTube? Ich meine, ich sehe, dass meine Twitch-Streams, die ich auf YouTube exportiere, gut ankommen bei euch. Aber ich verfolge das irgendwie nicht mehr, weil YouTube Gaming irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie sagen die einen, das existiert nicht mehr, aber drauf kommt es trotzdem. Also von daher ist fraglich, was stimmt jetzt? Beziehungsweise YouTube Premium an sich ist ja das mit Musik hören ohne Werbung und auch jetzt Filme gucken, wird mir jetzt neuestens auch vorgeschlagen in Österreich. Weiß nicht, wie es mit YouTube Deutschland ist. Okay, das weiß ich zu wenig. Filme konntest du ja mal über Google Play machen und das lief dann tatsächlich, glaube ich, auch über YouTube, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, wie gesagt, also bei YouTube Österreich wird mir auf der Startseite, weil bei mir ist auch Österreich eingestellt, werden mir jetzt auch Filme angezeigt. Ja, richtige Blockbuster, also nicht irgendwie so YouTube Original Produktion. Der On-Demand, das wurde angesagt. Der Sachsen-Let's Player. Fake oder nicht fake? Das ist hier die Frage. Ja, zum Beispiel YouTube Original, LeFloid hat ja auch eine YouTube Original Serie am Start. Das ist jetzt auch ja nur für Premium-Mitglieder, beziehungsweise auch, glaube ich, für Kanalmitglieder. Das ist ja die Bezahlfunktion, die, glaube ich, du gemeint Ja, hast, Sören. genau. Mitglieder heißt das. Jetzt fällt es mir ein. Also, wir haben gesehen, dass es bei Twitch funktioniert, dann muss man es hier ja auch einführen, ne? Fehlt nur noch, Obwohl. dass YouTube jetzt auch noch von Amazon aufgekauft wird, weil hier Google den ganzen Laden in die Scheiße gefahren hat. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, nachdem Jeff Bezos so viele Milliarden verloren hat, dass der jetzt irgendwie Interesse daran hat, YouTube zu kaufen. Habt ihr ja eh gelesen, oder? Was der Verlust gemacht hat an 2 Tagen. Was wäre? Jeff Bezos, der Amazon-Chef. Der Verlust gemacht? Das liegt Ja, wahrscheinlich daran, dass sie Kundenzufriedenheitsweltmeister werden wollen, aber einem sofort den Account sperren, sobald mal eine ganz kurze Zahlungsschwierigkeit besteht. okay. Das passt nicht so ganz zusammen. Nee, aber der hat halt einfach an 2 Tagen 19 Milliarden US-Dollar an der Börse gelassen, weil halt die Amazon-Aktie so weit fiel und er die meisten Anteile hat. Auch nicht schlecht. 19 Milliarden an 2 Tagen, ich meine, ist ja nicht so, als wäre das jetzt wirklich sein Privatvermögen, ja, muss man auch so sagen. Autogase. Ja, genau, aber halt 19 Milliarden, da kommen andere schon ins Schwitzen, sagen wir mal so. Ist halt einfach mehr als zum Beispiel Mateschitz an geschätztes Vermögen hat. Ist ja, was ich meine. Das ist Schöne schon, Stange. genau. Keine Sorge, also nicht, dass jetzt irgendwo Leute glauben, sie müssen sofort auf Amazon shoppen gehen und den Typen unterstützen. Nee, er ist trotzdem noch reichster Mann der Welt. Immer noch vor Bill Gates, mit Abstand. Schon krass. Ja, ist schon krass. Also Bill Gates weiß ja schon nicht mehr, was er mit seiner Kohle machen soll. Liegt irgendwo, ich glaube 2018 bei 94 Milliarden und Jeff Bezos hat 134 Milliarden US-Dollar geschätztes Vermögen laut Forbes. Warum weiß ich das? Weil ich es vor kurzem eben gerade gelesen habe.
Alter, das ist so viel Kohle, meine Fresse, da hätten so viele Familien was davon. Das ist richtig. Unglaublich. Naja, die obersten Unglaublich. 5% haben so viel Geld wie die untersten 20 oder 30% der Weltbevölkerung oder irgendwie sowas war Irgendwie das so, damals, so ein ja. schöner Reicht Tag. nicht. Also die Reichsten könnten auf alle Fälle die Weltarmut aufheben. Das ist schon krass irgendwie. Das muss man sich mal so ein bisschen durch den Kopf. Das muss man erstmal sacken lassen. Wie sagt man denn dazu? Beziehungsweise sie könnten auch Sachen vorantreiben, die die Erde besser machen könnten. Definitiv. Wobei, Ich wollte also es gerade gegen was. sagen, davon könntest du etliche Brunnen in Afrika bohren lassen. Ja. Also Bill Gates will ich nichts sagen. Der unterstützt ja nun wirklich Ja, extrem viele stimmt. Sachen. Also Ja. Naturschutz, ob das Naturschutz ist oder irgendwelche Menschenrechtsorganisationen Das stimmt. und. Also der hat ja sehr, sehr breit gefächertes Portfolio in der Hinsicht. Man muss ja mal gucken auf Instagram. Der ist ja auch ein bisschen aktiv, Bill Gates. Wenn da irgendwas postet, also immer mega soziale Aktivitäten, eben sinnvolle, ja. Unterstützungen in diversesten Bereichen, eben wie du gerade aufgezählt hast, zu hören. Wahrscheinlich unviele mehr, von denen wahrscheinlich keiner was weiß. Also, das ist nicht so, dass der nur Tennis spielt, ja, mit Roger Federer und ein bisschen Grinst dabei. Nee, nee, da steckt schon mehr dahinter. Ja, Bill Gates ist da, der weiß schon, dass er mit dem ganzen Vermögen was bewirken kann und das nicht nur einfach anhäuft und sich denkt, haha, ich wandere aus auf dem Mars. Nee, nee. Ja, aber dafür gibt es dann leider andere Leute, die es irgendwie nicht verstanden haben, dass man mit dem Geld auch was Gutes machen kann. Ja, ist richtig. Also, ich wüsste gar nicht, ey, wenn ich so viel Kohle hätte, gut, ich wüsste zwar wahrscheinlich auch nichts damit anzufangen, das heißt, den meisten Scheiß würde ich für irgendwas rausgeben, was irgendwie der Welt was Gutes tut oder was weiß ich. Ich würde den ganzen Regenwald aufkaufen, wenn ich die Kohle hätte. Und dann den ganzen Idioten da sagen, ist nicht mehr. Dann noch ein paar Dann Soldaten schaffst du nicht. bezahlen. Wieder dann Kannst jetzt den ganzen schön. Regenwald kaufen, ne? Deswegen gehört er trotzdem weiter Abgeholzung. Ja, das ist das Problem. Illegal Holzfäller. Ja, du kannst das niemals regulieren. Das funktioniert nicht. Ja, das ist ja leider das Problem. Der Kombacher Forst ist wahrscheinlich auch schon abgeholzt. Ja, wir können zum Beispiel die ganzen Millionen Deutschland haben, einfach sagen, komm, alle Kita-Plätze kostenlos. Sowas zum Beispiel, ne? Das würde vor allem die ganzen Familien unterstützen, die ganz unten liegen. Ja, weil gerade die Milliarden liegen ja auch in Deutschland. Ja? Wir haben, glaube ich, wie viele Billionen als brachliegendes Geld bei uns in Deutschland, ne? Naja, wir haben ja auch ein paar Reiche. Ja, wir haben sogar viele Reiche, ne? All die Nord, all die Süd, ne? Man kann es ja ansprechen. Naja, natürlich. Ja, da hängen Milliarden dahinter. Wo du auch sagst, komm, dann sollen die einfach mal für ein Jahr die Kindergärten bezahlen. Und dann machen die nicht mehr Verluste. Ja, gut, die kriegen weniger Zinsen. Ja, Ja, gebe mein ich Gott. Als zu. Ey, würde aber die was das die dann an schwach machen. Steuern Keine sparen Verluste, die würden verlieren kein dadurch. Geld dabei. Das können sie doch alles wieder von den Steuern wieder absetzen. Ja. Genau. Der Fiskus unterstützt sie doch da in der Hinsicht. Was man auf der anderen Seite lobenswert erwähnen muss, ist ja dieses Jahr wieder Frank Zander mit seinem Weihnachtsessen. Ja, das macht er Na, aber jedes Jahr. das Das finde ich immer richtig. wieder geil. Ich wollte es gerade sagen, es ist aber die andere Seite, dass es halt auch Leute gibt, die halt wirklich was machen und das durchziehen. Seit mittlerweile 15, 20 Jahren, keine Ahnung, wie lange das Ding schon Ja. läuft. Aber erstens, er hat das Geld und ihn juckt das nicht, wenn das bisschen da, was er abgibt, weg ist. Ob der Ne? am Ende so Es viel gibt ja. hat, ist, weiß ich gar Ja. nicht. Als Schlagersänger, Aber Ich doch, glaube, da da kriegst sind du oder auch, was kriegst auch du auch immer. schon, kriegst du auch schon gutes Geld. Ist ja kein Thema. Aber die anderen denken aber wieder andersrum, ne? Und wenn ich denen was gebe, will ich aber was zurückhaben. Ja, da Das kommt macht dann der immer der Frank Zander Kapitalist nicht. durch, das ist immer das Problem. Wenn man zu kapitalistisch immer an alles rangeht. Ja, wo also das System halt aufgebaut. Naja, das ist ja gerade das große Problem, was wir in der Welt haben. Und dadurch führt sich dann Ignoranz und so weiter. Die Kette ist lang. Kette muss Oder auch immer der länger werden. Rattenschwanz. Also ich habe das zum Beispiel letztens gehabt, ich habe gerade Feierabend gehabt, war noch kurz was besorgen und dann sah ich da eine Frau, die hatte einen Karton unter den Arm geklemmt mit Mandarinen und in der anderen Hand hatte sie noch eine Tüte und ihr fehlen dann ja die ganzen Mandarinen auf einmal runter. Dann habe ich auch gesagt, komm, geben Sie mir den Karton, ich laufe sowieso in die gleiche Richtung wie Sie. Die guckte mich nur total sparsam an und war dann auch im nächsten Moment total glücklich auf einmal. So, was ist denn das hier? Warum kommt der Typ auf mich zu und bietet mir seine Hilfe an? Normalerweise hebt einer nur auf. Habe ich hier die Sachen mal kurz ins Auto gestellt. Und wo ist denn das Problem? Ich musste sowieso in die gleiche Richtung. Aber
Ich bin der Meinung, mit solchen Aktionen, vielleicht trifft man dann ja auch mal jemanden, der das dann auch wieder weitergibt und irgendwann helfen sich die Leute wieder gegenseitig alles. Ja klar. Auch die, wie soll ich sagen, die kleinen Dinge. Das ist eine Idiotie, die wird niemals, die wirst du niemals erleben. Glaub mir. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich kann sagen, ja. wenn man von vornherein so rangeht, von wegen unten der 80 Nein, Meter eh nichts, weil, dann... weil diese Idiotie klappt nur in Sphären deines eigenen Gleichen. Ja, also garantiert, frag doch mal so einen Politiker, was so ein 5 Kilo Sack Kartoffeln kostet. Der kann dir den Preis definitiv nicht mehr nennen. Kann ich auch nicht, ich weiß es auch nicht. Ich kaufe sie einfach, fertig. Ja. Ja, aber wenn da so ein Politiker ankommt, naja, so 10 Euro circa. Ja, alles 5 Kilo Kartoffeln. Ja. Also ganz ehrlich. Und der fragt sich dann noch, warum die Bauern rummatzen, dass sie zu wenig Geld haben oder zu wenig Geld bekommen. Hm? Weil der denkt, oh, das kostet 10 Euro, ne? Und der kann allein die Milch bauen, ne? Was die alles durchmachen mussten. Ja, und immer noch müssen. Wir kaufen wirklich die Milch für 1 Euro und noch was. Ein Liter. Ja. So. Die Preise macht natürlich die große Lobby, ne? Nicht die Milchbauern, sondern die weiter verarbeiten. Ja, da und hat der Marktmechanismus ja ausgesetzt. Das ist ja, das wo ich dann auch sage, kommen wir zu, dann zahlt lieber 2 Euro für 1 Liter Milch, weil so viel verbrauchst du nicht. Und wenn du wirklich sagst, komm, oh was, der Liter Milch kostet bloß 50 Cent, dann nehme ich natürlich 20 Packen mit. Oh, was, die Hälfte ist abgelaufen, schmeiß ich weg. Ja. So läuft das nun mal, ne? Da kommst du ja auch schon Leute, komm, der Liter kostet jetzt 2 Euro, ne? Da holst du ein scheiß Liter Ding für 2 Euro und rechnest wieder. Jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich das und dann holst du vielleicht die nächste. Hm? Das ist wirklich das Fatale hier in diesem System. Ja, ja. Ja, ja, das ist definitiv was zum Nachdenken für alle da draußen. Auch wenn auch wenn jetzt hier kurz still eingekehrt ist und wir auch darüber nachdenken müssen. Nee, aber liebe Friends und Zuseherinnen und Zuseher, denkt einfach mal darüber nach, ja. Wie hat einer schon mal gesagt, ich glaube Kurono hieß der, versucht euer Gehirn zu nutzen. Oder wie geht der Satz? Das war eh so ein Running Gag mal auf YouTube. Da hat er schon recht, Sven, ja. Das ist ja, da treibt ein Keil den anderen. Gerade die Weihnachtszeit wäre eigentlich die besinnliche Zeit, weil ich passe jetzt genau diesen Begriff auf, weil es momentan gut dazu passt. Naja, da sind wir halt weit weg davon. Besinnliche Zeit ist halt nicht, hat für mich nichts zu tun mit Einkaufsstress und Konsumverhalten der Oberklasse. Ich meine, ich darf nicht reden, kaufen wir auch was, ja, keine Frage. Aber nur halt einfach mal als Ansatz, ja. Einfach ein bisschen an, nicht nur an sich denken, an ein Miteinander, das würde schon ein bisschen was bringen. So, genug der, würde ich sagen, gute Welt Gefasel, oder wie darf man das ausdrücken, auch wenn es wahrscheinlich jetzt hier dann ich mit dem Satz das ins Lächerliche ziehe, was ich natürlich nicht will, aber nur mal einfach als Mitgabe. Denkanstoß. Genau, Denkanstoß, ja. Gut. Wenn sonst keiner macht, müssen wir es machen. So. So ist es. Wir wollen jetzt nicht einen auf Heiland machen und jetzt die alle irgendwie bekehren, nur weil wir aktuell ein paar Leute erreichen. Nein, das ist jetzt nicht der Hintergrund dabei. Aber es hat jetzt gerade gut dazu gepasst, ja, von einem Thema zum nächsten. Aber gut, back to the game. LS19, ja, das sind wir noch immer, wer es vielleicht noch nicht realisiert hat und es so was, abgedreht hat. Was, für Spiel LS19? Ja, es ist nicht Just Cause oder Call of Duty. Sag das doch mal, ey. Mensch, echt? Oh, ich dachte mir auch, die Diskussionsrunde hier. Echt, ey. Oh. Selbsthilfegruppe. Ja. Ich sitze im Sessel. Wir therapieren uns mit dem Träger. Herzlich willkommen bei den anonymen Diskutierenden. Anonym diskutieren, ne? Unbekannter Nummer 1, was haben Sie zu dem Thema zu sagen? Ah, da sind auch schon wieder knapp 20 Minuten runtergerattert. Ja, das geht. Was? Genau, was kann man jetzt auch sagen? Ich sage euch dann noch gleich, das heißt gleich, ich mache jetzt hier einen kleinen Timelapse noch zum Schluss hin. Wenn ihr 20 Minuten runtergerattert, ne, das Unternehmen hätte das in 10 Minuten gemacht. Ja, also da kommt wieder der... Ja, ja. Eh schon wissen. Nee, jetzt gibt es mal einen kurzen Timelapse, der Lab, Labs, LAPSE, glaube ich, schreibt man das ja.
wie ich das Feld hier ein zweites Mal dünge. Und dann sehen wir uns nochmal am Hof. Würde ich sagen, Timelapse abgegeben. Dem Timelapse auch mit einem kleinen Cut am Schluss. Wir sind jetzt zurück am Hof. Ja, ihr seht selber, das, nee, das ist kein Sandhaufen, das ist Stroh. Ziemlich viel Stroh, was hier rumliegt. Dann schauen wir, dass wir irgendwie natürlich noch wegbekommen, wahrscheinlich in gepresster Form. Ich habe dann fürs Erste einfach mal hier zwischengebunkert. Also vom nächsten Regen müssen wir echt gucken. Ja, das sind die Wolken ein bisschen dunkel, dass das Ganze noch weg ist, sonst ja, wird das halt ein bisschen uncool ausfallen. Leider Gottes gibt es da in der Hinsicht ja nichts, dass es irgendwie verwittert oder wenn es nass ist, dann weniger einbringt. Ja, das, solche Funktionen muss man trotzdem zum Beispiel den noch immer in Entwicklung befindenden Cattle and Crops zuspielen. Aber wie gesagt, die sind dann auch noch in Entwicklung. Gut, liebe Friends und Zuseherinnen, Zuseher, gibt es eigentlich Zuseherinnen? Keine Ahnung, irgendwo habe ich eine gesehen in den Kommentaren. Ist egal, welchen Geschlechts. Ich freue mich, dass ihr da seid. Aber wenn ihr neu seid, unbedingt oberhalb der Facecam abonnieren und rechts im Bild zur letzten Folge. Ja, ich verdecke meine Fresse mit meiner Riesenhand. Klickt euch da noch rein und würde sagen, sehen uns in der nächsten Modvorstellung, im nächsten Video, im nächsten Livestream, whatever, irgendwo halt. Bin ja eh permanent aktiv. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bye bye. Ciao, ciao. Und tschüss.